Der Ist-Sind-Bin-Test für Einstellungsgespräche. Was ist denn das? Ich höre immer wieder das Klagelied: Herr Witt, man kann den Kandidaten ja bei einem Einstellungsgespräch nicht hinter die Stirn gucken. Und dann stelle ich einen Verkäufer ein und bis ich gemerkt habe, dass der irgendwie nicht auf die Position passt, hat er mir Kunden verbrannt, hat er Geld gekostet und ich habe einen Riesenschaden. Natürlich können Sie den nicht hinter die Stirn gucken, müssen Sie aber auch nicht. Denn darüber, wie wir uns tatsächlich verhalten, bestimmen unsere Glaubenssätze. Und Glaubenssätze kann man erstaunlich gut in Gesprächen ermitteln. Schreiben Sie sich dazu einfach drei Worte untereinander: ist, sind und bin, jeweils in einer eigenen Zeile. Und jetzt mache ich kurz den Test mit Ihnen. Sie machen bitte mit. Ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen den mit einem Wort. Die Welt ist. Und jetzt Ihre Antwort. Menschen sind, dann nehmen wir noch eine Variante davon, Kunden sind, Ihre Antwort. Und ich bin, Ihr Adjektiv dazu. Diesen Test können Sie natürlich so nicht mit den Interviewteilnehmern machen, denn die verstehen sofort, in welche Richtung sie gehen wollen. Aber es reicht als mentales Modell, um zu versuchen rauszukriegen, welche Glaubenssätze der Kandidat hat. Fragen Sie ihn nicht direkt danach, wie sehen Sie denn die Welt, sondern fragen Sie ihn nach den Erlebnissen, die ihn am meisten geprägt haben. Sie können auch fragen zum Thema, zum Sind-Teil des Ist-Sind-Bin-Tests: Wie waren denn die Kunden oder wie sind denn die Kunden gewesen in Ihrem letzten Möbelhandelsunternehmen? Wie sind die Kollegen? Wie sind Ihre Chefs? So können Sie rauskriegen, was derjenige über andere Menschen denkt. Und dann, Sie können ihn natürlich auch nicht fragen, oder das ist dumm und manipulationsanfällig, das zu tun: Was sind Sie denn für einer? Welche Stärken haben Sie? Welche Schwächen? Das ist oldschool und jeder, der schon mal ein Buch gelesen hat, weiß damit umzugehen. Fragen Sie stattdessen, erzählen Sie mal von Ihrem größten Erfolg und wie Sie ihn errungen haben und von Sachen, die nicht so gut geklappt haben und was Ihr Verhalten dazu beigetragen hat. Mit dem Ist-Sind-Bin-Test können Sie, soweit es irgendwie geht, tatsächlich rauskriegen, was für Glaubenssätze das Verhalten dieses Mitarbeiters bestimmen. Wenn Sie sich weiter dafür interessieren, wie Sie ideale Verkäufertypen aus dem großen Pool von Bewerbern raussuchen können: Wir haben ein Rekrutierungsprogramm, das heißt, wir helfen Ihnen, Top-Performer auszuwählen. Damit ersparen Sie sich jede Menge Ärger hinten hinaus. Wenn Sie daran interessiert sind, machen Sie einen Termin mit mir aus und wir sprechen darüber. Bis dann, Ihr Thomas Witt.